Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition im letzten Part. Sind wir ein Stück weitergekommen, was den ersten Inquisitor angeht. Und ja, wieder Giftspinnen vor uns. Ich habe noch keinen Gebietsausgang gefunden. Naja, sei es drum. Keine Mana-Kosten hier, oder? Wie kann ich einfach so wirken, den Skill? Okay, er hat auch, einen astronomischen Cooldown dafür. So, der Speer war hier irgendwie. Ne, Quatsch, der war da oben. Oder? Nee. Hab ich ihn schon gefunden? Nee, hier war der. Genau, Gegenrichtung. Ach komm, hol mal den kurz. Ist ja alles relativ nah beieinander hier, also von daher wird es jetzt nicht so lange dauern. Oh, Elfenwurzel. Ich muss doch mal wieder in den Garten und da die Himmel. Wieso kann ich dieses Scheißgebiet nicht verlassen? Dein Schreiben von Harding. Also ich kann es schon verlassen. Aber dann müsste ich halt den Gebietsausgang haben und ich habe keinen Plan, wo der sein soll. Ich will jetzt nicht einmal ganz ringsrum außen rumlaufen, nur um kurz dieses eine Amulett zu holen. Und die Rüstung zu korrigieren von Sarah. Vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Okay, nur die eine Draco gezogen, oder? Sieht so aus. Oh, ist schon tot. Okay. Die Richtung. Ich glaube, wir haben Hardings Freund gefunden. Nee, doch nicht. Ach nee, halt, das war der andere. Gardin, den suchen wir. Ist er das? Nee. Gardins Befehle. Befehle an Grandin. Sieht aus, als hätte er den Kampf gegen die Hakoniten überlebt. Allein wird er allerdings nicht weit kommen. Folge der Spur der Toten. Ist ja ein geiler Quest. Lock. Na komm. Damit geht's schneller. Mal gucken, vielleicht ignorieren mich ja die Spinnen. Wenn ich schnell genug bin. Sie ignorieren müssen sie mich nicht mal. Ich muss nur schnell ein bisschen mit ihnen dodgen zu können. So, warte hier, bin gleich wieder da. Das ist keine Leiche, das ist Erz. Also Silberit gibt es hier ja massenweise. Kann ich, wenn ich in der Himmelsweste bin, gleich wieder craften. Ist mich nicht zu weit. Hat der die spawnt auch sofort, sobald ich weggucke. Da oben vielleicht? Oder da unten? Ist da unten was? Boah, was hat die denn bitte gezielt? Okay, dann greift halt an. Da oben liegt was, okay. Oh, ist die Loot? Das sind Hakoniten. Dieser Dolch trägt das Siegel der Inquisition. Ich wette, unser verschwundener Speer ist hier entlang gekommen. Vergossenes Blut wird gerecht werden, Hakons Fenne werden sich rächen. Oh, wow! Premium-Satzbau. Okay, wo ist der nächste? Da oben. Oh. Sieh eine sogar richtige Richtung. Ach, da hol ich es. Kein Reittier für, es lohnt sich nicht.
So. Gehen wir die Abkürzung. Mal gucken, was der jetzt vorhat. Oh, da lädt jemand. Okay, vielleicht lebt hier doch nicht jemand. Ja? Interaktion? Irgendjemand? Sagt einer was? Nein? Okay. Okay, größeres Gebiet dieses Mal. Könnte diesmal also Grandin selber sein. Oder einfach nur noch mehr verbrannte Leichen. Ist das ein Magier oder wieso verbrennt er die immer? Noch mehr tote Harkonnenkrieger. Kann das wirklich das Werk eines einzelnen Mannes sein? Jetzt nach da oben. Ach was, direkt unserem Lager. Na gut. Machen wir das noch kurz. Habe ich das Astrarium schon mitgenommen? Ich mir gerade mal so ein. Das ist da oben. Das sind unsere Leute. Wie halt überall unsere Leute rumrennen. Nicht, dass ich das dagegen hätte, aber es ist ein bisschen verwirrend. Es ist nicht verwirrend, sondern irritierend. So, Gebiet ist wieder relativ groß dieses Mal. Wieder Giftspinnen, natürlich. Hier überall diese scheiß Giftspinnen sind. Also, wenn ich meine Schilde hab, könnt ihr mir gar nichts. So. Wo liegt hier jetzt was? Wahrscheinlich noch mehr Leichen. Jetzt hier unten schon mal nicht. Was? So nah am Lager? Sehen ein bisschen komisch. Aber sein kann es natürlich. Hier auf der Ebene vielleicht? Ist das hier irgendwas? Ah, hier ist was. Ah, da ist die nächste Leiche. Das nächste ist nach da hinten. Jetzt hole ich aber wirklich vor kurz das Astrarium, wenn ich hier schon oben bin. Weil ich meine, ich habe erst ein Astrarium, oder? Ja, da ist es. Dachte schon, ich müsste hier rüberspringen. Da oben. So, dann sehen wir gleich, ob ich das schon habe. Ich glaube nicht, weil das müsste ich machen. Sag ich ja. Gottes Willen. Habt ihr auch noch eine Nummer kleiner? Was ist das denn? Ich fange einfach mal irgendwo an. Was zur Hölle ist das denn, Alter? Na, das wird so nichts. Dann muss ich hier rum. So, dann hierhin, glaube ich. Ist das richtig? Weiß nicht genau. Nee, war nicht richtig. Das kann jetzt einen Moment dauern. Nee, das muss ich anders machen. Hier an. Dann so. So, so, so. So, so. So, so, so. Dann du. Du, du. Du, du dieses Mal. So, dann du.
so rum. Das... Doch, war richtig. Dann... So... Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich habe zu viele Punkte, an denen ich nicht anfangen will. Alter. Warte, so. Okay, so beende ich dann das, aber ich muss vorher die Linie hier bekommen. Okay, das heißt, ich will bei dir anfangen. Nee, ich will bei dir anfangen. Oder will ich das? Versuchen wir aber nochmal. Ich will das jetzt schaffen. Ich werde das jetzt auch schaffen. Hier rum, so hoch. Da kann es ja schon wieder gewesen. Aber nee, ich bin noch bin ich drin. So. Um Gottes Willen. So. Dann. Du. Du. So. So. Dann da hoch. Darüber. Darunter. Hier hoch. Dahin. Alter Vater! Das hat's in sich gehabt. Das war einfach nur riesig. Okay. Warte, was ist hier jetzt? Hä? War ich nicht hier? Oder ich hab das schon mitgenommen, als ich hier rum bin. Das wäre praktisch. Okay, aber die Astrarien ziehen an, wie es aussieht. Ich halt außen rum, wenn ich nicht drüber komme. Bisschen. Stürz mir hier nicht ab, Mädel. Wieso wirst du? Du bist ein Drakodisk und kein Pferd. Oder solltest es zumindest sein, aber der war ja mal zu faul, das richtig zu coden. Oh. Sieh mal an. Fasse dich mit Speer, Grandin. Bin ich ja mal gespannt, was der hier alles gemacht hat. Oh, wir haben schon fast alle Regionen gefunden. Der verschwundene Soldat. Grandin? Irgendetwas stimmt hier nicht. Inquisitor, ich habe meinen Posten verlassen, ich weiß. Aber ich hatte gute Gründe und irgendwie vergessen, um Erlaubnis zu bitten. Aha. Harding hat uns von eurem Freund Jace erzählt. Er hat an der Universität studiert, diese Hakon-Bastarde. Jace war kein Soldat. Er war noch nicht mal bewaffnet. Er wollte mir Val Roayot zeigen, wenn das hier vorbei ist. Ich war noch nie dort. Ich dachte, wir könnten... Ich kann das nicht zulassen. Aha, du bist nicht alleine. Wo kommt dieser Schleierfeuer? Nee, wo kommt das? Ihr habt euch durch Hakons Fänge gekämpft. Ganz allein. Ich war auch kein Soldat, bevor das alles begann. Ich habe im Zirkel gelegen. War so klar. Kampfzauber haben mir nie gelegen, also habe ich zum Schwert gegriffen. Ich wollte für die Inquisition kämpfen. Doch auch dem hätten Hakons Fänge beinahe ein Ende gemacht. Ich war am Verbluten, als er mich sah. Er weiß, was ich weiß. Niemand wird mehr durch ihre Hand sterben. Nicht so wie Jace. Ich werde unsere Leute beschützen, Inquisitor. Der ist besessen.
Das ist nicht der richtige Weg, Geist. Gib Grandin frei. Mich freigeben? Der Geist bleibt nur bei mir, weil ich es will. Ich werde unsere Leute beschützen. Ich will kämpfen, Inquisitor. Nein. Ihr werdet diesen Ort nicht verlassen, Dämon. Wenn ihr mich aufhaltet, kann ich sie nicht aufhalten. Das lasse ich nicht zu. Jupp. Bist du weg von mir? Halt, nein, falscher Skill. Ach, scheiße. So. Was ist nochmal passiert? Ui, der hält aus. Wieso sind jetzt alle betäubt da vorne? Und du machst mal den da. So, jetzt agiert ihr bitte auch. Den hat's weggesammelt. Was hab ich jetzt für einen Buff auf mir drauf? Achso, das ist der Skill. Ganz vergessen, dass ich den auch noch hatte. So, neuer Schild für euch, dass es nötig wäre. Ich habe beide volle Rüstung. Der hält nur viel aus, aber wirklich Schaden macht der nicht. Ja, zwischen einem Geist der Rache und einem Dämon liegt nicht viel und den Schild kannst du dir in die Haare schmieren, Kumpel. Er hat über ihre Kappen nur 50% weghaut. Oh, kann ich gleich nochmal machen. So, kein Schild für dich. Während unsere Krieger noch auf ihrer Rüstung rumhauen, also. Die brauchen jetzt auch noch kein Schild. Ich kann mein Mana also weiter noch Angriffszauber verwenden. Da war ein Crit dabei. So, dass denn jetzt fertig ist. Na komm, Barriere für euch. Irgendwie dauernd CC, kann das sein? Ja, gleich ist er tot. Bring das damit zu Ende. Überragende Feuerrune. Cool. Noch irgendwas Brauchbares hier. Mache ich auch Ladungen auf, wenn ich hier so... Nee, immerhin. Ja, gut. Haben wir den gefunden. Na gut, sehen wir es so, wenn der Dämon hier gekommen wäre, wäre eh schon tot gewesen. Hab ich nicht abgewechselt im letzten Part? Dämliche Dämonen mit ihrem dämlichen Scheiß. Harding wird seine Familie über seinen Tod informieren. Wenn auch nicht über die genauen Umstände. Oh, dann welche gelootet. Braucht ihr etwas? Silberit? Ja, das nehme ich. Nettes Zeug. So, habe ich nicht einen anderen Stab gehabt? Ach nee, das ist der andere Stab. Der sieht nur gleich aus wie der hier vorhin. Ja, andere Stab schützt gleich der Kopf. Deswegen habe ich gerade verwechselt. Ein Tag her seit der letzten Aufnahme. So, und der war Stufe... 20? Achso, ich hatte inzwischen einen besseren. Na. Ja, genau, der Herzschlagbogen, der war nochmal besser. So, dann geht's jetzt da hoch. Wieso markiere ich das eigentlich? Ich habe hier das Inquisitionssymbol drum. Und wir kommen wieder zurück zur Hauptquest. Ist das hier eigentlich Hauptquest oder ist das Gebietsquest? Oder gibt's überhaupt eine Hauptquest, dieses Gebiet betreffend?
Weiß gar nicht genau, weil DLC-Gebiet und so. Ah, na, whatever. Oh, das sind ein paar Giftspinnen. So, jetzt wollte ich wieder nerven. So, weg mit euch. Okay, da vorne müsste das sein. Und noch eine Spinne. Oh, korrigiere, noch drei Spinnen. Vier. Dann machen wir kurz so. Und Mana, so. So. Bitte mit Target ausführen, danke. Fangzähne. Fangzähne. So, ist das jetzt da oben als nächstes? Ich habe doch einen Quick-Travel-Punkt gehabt. Wobei, hier ist auch ein Questmarker und... Gucken wir uns den zuerst an, würde ich sagen. Kann ich eigentlich hier unten auch reiten? Ja, oder? Geht ein bisschen schneller. Weg und ich hatte euch über den Haufen. Ihr wollt mich hören. So, jetzt, was ist da am Höhleneingang? Lol, da ist eine Leiter. Ah, hier ist die Astrariumshöhle. Warte, hier ist die? Boah, Alter, seid ihr hartnäckig. Wärt ihr einfach gegangen? Ja, selber schuld. Die Astrariumshöhle? Ich glaube, ich habe noch ein Astrarium gar nicht gemacht. Da hatte ich, weiß ich gerade gar nicht mehr. Hm. Was ist hier denn drin? Cullen hat doch ein paar der Triebocke von der Belagerung Mittelhimmelsfeste genommen. Was meint ihr, Sucherin? Denkt ihr, er hätte was dagegen, wenn ich mir einen ausleihe? Nur für ein oder zwei Stunden. Wofür braucht ihr einen Tribok? Krem näht manchmal ein bisschen. Er hat diese ausgestopften Nacks mit Flügeln gemacht. Ich will sehen, wie weit sie fliegen. Ich bezweifle, dass das eine angemessene Nutzung von Inquisitionsmitteln ist. Uralte elfische Schrift. Seht ihr? Genau das ist der Grund, warum ihr nicht für die Moral zuständig seid. Ja gut, Truppenmoral ist auch ein Faktor, das ist richtig. Was habe ich denn gerade für einen Stab gefunden? Stab des Anklägers. Weil der ist ja ein Stab geiler wie der nächste. Dieses passive Dingwirken ist zwar cool, aber ist auch bloß Mantel des Nichts, also von daher. Ich meine, plus 18 Magie. Ist das Andraste oder was ist da vorne drauf? Stab des Anklägers. Hm. Whatevs. Jetzt aber wirklich da hoch. Na. So, hoch da. Warten? Fantastisch! Das muss es sein, was der Geist gemeint hat. Eine ausgezeichnete Entdeckung. Allem Anschein nach ist dies ein Nebenposten, höchstwahrscheinlich genutzt von Spähern aus dem größeren Bauwerk im Osten.
Was kann uns das darüber verraten, wohin Inquisitor Ameridan gegangen ist? Harding? Du redest. Ich habe Professor Kenrick wohlbehalten hergebracht. Der Rest liegt bei euch. Lady Harding hat sich in der Wildnis beeindruckend behende bewegt. Ich halte die Augen offen, nur um sicherzugehen, dass die Harkoniten nicht wieder zurückkommen. Ja, du redest nicht mit mir. Das muss ich im Lager machen. Wow. Und jetzt da reingehen, oder wie? Aber jetzt ist die Tür offen. Das hier ist Tevinterisch. Aus einer Zeit lange vor dem letzten Inquisitor. Soweit ich weiß, wurden derartige Fliesen als Schlösser genutzt. Interessant, auch wenn es vermutlich nicht mit Ameridan in Verbindung steht. Okay, und jetzt? Oh. Gott. Das wollte ich nicht. So, dann du. Ah, immer die angrenzenden. Okay, dann ist es einfacher, als ich dachte. So, also jedes verändert immer sich und die beiden angrenzenden. Das heißt, wenn ich jetzt das hier mache, gehen die zwei wieder aus. Das heißt, ich will es so machen. Dann so. Dann so. So. Ah ne, Moment. Nee, warte, das muss ich andersrum. Nee, genau. Ich mach so. Dann so. So. Nochmal so. Dann so. So. Nochmal so. Den hier. Alle aus, dann gehen wieder die an. Ne, das muss andersrum sein. So, nochmal so. Nein! Ach, dass das so hakelig sein muss. So. Ne, wieder falsch. So. Dann so. Nochmal so. Dann nochmal. Nein, nicht du. Nein, nicht. Ah! Wieso ist das so friemelig? Toll, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Moment. Reset mal nochmal. Wieso muss diese Steuerung so mega friemelig sein? So, nochmal. Also, ich will dich anmachen. Dich anmachen. Dann so. Euch beide wechseln. Dann euch ausmachen. Euch an. So, so, so. Genau, dann mache ich so. Und alles ist an. Seht euch das an. Ach so! Jeder hat einen eigenen Mechanismus. Das hätte ich vorher sehen können. Oh, cool. Die veteranische Gravur.
Okay, bei der Tür mussten alle außer dem mittleren leuchten. Das sollten wir hinkriegen. Jetzt mache ich den Part noch kurz. So. 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 Ja, mal wechseln. Ja. Mache ich einmal so. Ah, ne, halt. War falsch. Wieso ist das so mega friemelig? Ja, ich weiß. Warte, machen wir es andersrum. Dann mache ich erst dich an. Dann dich an. So, dann aus. Wieder an. Wieder an. Komm. So, dann nochmal wechseln, genau. So. So. Dann in die Mitte. So. Und so. Wundervoll. Seht euch das an. Lecco mio. Weh, das war's jetzt nicht wert. Hakons Barmherzigkeit. Der macht zum Glück nur ein bisschen Schaden. Leider ist es ein Dolch und mir deswegen vollkommen wurscht. Weil unser einziger Dolchkämpfer nämlich auch gleich auf Bogen umgeskillt wird. Sobald wir in der Himmelsfessel sind, wo wir gerade nicht hinkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.